Ja, Mann, 1000 Abonnenten, Alter. So, Leute, heute machen wir mal ein Video, wo es nicht um die Fahrzeuge geht, sondern eigentlich um euch. Wir wollten uns einmal bei euch bedanken, dass über 1000 Leute uns jetzt schon abonniert haben und uns auf unserem Kanal folgen. Damit haben wir persönlich überhaupt nicht gerechnet. Also so gar nicht. Nee, wir hatten gedacht, bis Weihnachten 100 Abonnenten, dachten wir. Ja, genau. Da hatten wir schon 600 oder so. Das ist schon echt krank, was ihr da euch da leistet. Und wir wollten euch heute mal was Neues vorstellen. Was ist das? Genau. Das ist noch ein Aerox. Warum jetzt noch ein Roller? Ganz einfach. Das ist unser Street Rocks und das ist unser Racing Rocks. Der Racing Rocks gehört mir. Mit denen fahre ich ja auf der Kartbahn. Letztes Jahr war ja die Lizenz leider weg und deswegen durfte ich damit nicht auf der Kartbahn fahren. Also die Lizenz der Kartbahn war weg und darum durfte letztes Jahr niemand auf der Kartbahn fahren. Deswegen gab es auch so wenig Videos von dem Roller auf der Kartbahn und mehr auf der Straße, obwohl das ja eigentlich ein Kartbahnroller ist. Und ja, der André Janik fährt ja immer mit dem Street Rocks auf der Straße. Es gibt in Zukunft auch Vlogs von denen. Aber die kommen demnächst. Und ja, dann hatte ich einfach auch Bock, wieder auf die Straße zu fahren, weil zu zweit fahren macht immer am meisten Spaß. Weil, ja, Yannick fährt ja mit der Cross auf der Kartbahn und ich fahre mit meinem Racing Aerox. Und auf der Straße ist er halt alleine. Und darum habe ich mir gedacht, ich gucke mich mal im Internet um, ob ich auch noch was Günstiges finde. Und dabei ist mir dieser Roller vor die Linse gekommen. Der Roller war recht günstig. Das ist ein Roller Baujahr 2007. 10.000 gelaufen. Der Roller hat den Kolbenfresser. Da ist auch kein Zylinder drauf. Hier sieht man das schön. Der Zylinder fehlt, da ist nur der Zylinderkopf drauf und der Auspuff fehlt, aber da waren zwei Auspuffe bei. Es wird aber noch mal ein extra Video kommen, wo wir alles ganz genau über diesen Roller zeigen, was für ein Zustand der ist. Aber wie gesagt, das wird noch mal ein extra Video. Das machen wir jetzt nicht hier in dieses Video mit rein, weil das sonst zu lang werden würde. Bei dem Roller genau dasselbe Spiel wie bei dem. Wir werden den hier wieder für die Straße fertig machen, werden den ein bisschen optisch tunen. Andere Verkleidung, weil die hier hat zwar eine schöne Farbe, aber naja, hat schon Kampfspuren. Und ja, wir wissen halt nicht, in was für ein Zustand der Roller ist, weil wir konnten den ja nicht Probe fahren, weil kein Zylinder drauf war. Aber wie gesagt, darüber kommt nochmal ein extra Video. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf die Umbauten und vor allem aufs Fahren. Vor allem, weil wir ja jetzt zwei Roller auf der Straße sind. Und ja, in Zukunft wird auch mehr wieder über diesen Racing Aerox kommen, weil wie gesagt, die Lizenz war letztes Jahr von der Kartbahn weg. Und darum konnte ich nicht wirklich viele Videos von dem Roller hier machen. Bei dem Roller wird jetzt auch noch wieder in Zukunft ein bisschen mehr an Tuning-Videos kommen. Ich bekomme zum Beispiel Slicks, weil die Straßenreifen sind auf der Kartbahn echt scheiße. Damit kann ich mich nicht so weit in die Kurve legen. Seid auf jeden Fall gespannt. Es kommen von allen Fahrzeugen Videos, vor allem von den Racing Rocks. Wie gesagt, kommt jetzt viel, viel mehr versprochen. Von unserem aktuellen neuen Street Rocks und auch den alten Street Rocks werden Videos kommen über das Tuning, über die optischen Veränderungen, Vlogs, alles Mögliche. Und wir werden euch immer auf dem Laufenden halten. Und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß daran wie wir, denn wir freuen uns schon drauf, wie Kinder vor Weihnachten. Bevor irgendwelche Missverständnisse auftreten, in den nächsten Videos, die jetzt kommen werden, kann es eventuell vorkommen, also es wird auf jeden Fall vorkommen, dass wir ein- oder zweimal erwähnen, dass die Kartbahn die Lizenz noch nicht wieder hat und ich deswegen mit meinem Roller und Yannick mit seiner Enduro nicht auf der Kartbahn fahren können. Aber die Videos sind vor dem hier entstanden. Also macht euch keine Sorgen darüber, lasst euch nicht irritieren. Die Kartbahn hat zu 100% ihre Lizenz wieder und wir werden in Zukunft auch wieder darauf fahren. Also lasst euch davon nicht irritieren. Wir haben jetzt übrigens auch eine Facebook-Seite, der Link ist in der Videobeschreibung. Schaut doch einfach mal vorbei, wir würden uns freuen. Ansonsten nochmal vielen Dank, dass ihr uns abonniert habt und wir freuen uns auch über jedes Kommentar, was ihr schreibt. Und so. Ja, wir hoffen, dass es in Zukunft auch so weitergeht. Ja, also einfach, um es nochmal klar zu sagen, ein ganz großes Dankeschön an alle, die uns unterstützen. Und ja, wir freuen uns einfach übelst darüber, wie gut unsere Videos ankommen. Und ja, wir hoffen, dass unser Kanal noch weiter wachsen wird. Und ja, das war's. Haut rein!